Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reingeschaut. Heute spielen wir Effing Worms 2. Wie immer gilt, ich habe das Spiel noch nicht gesehen. Das ist das erste Mal, dass ich da reinklicke. Also was heißt wie immer gilt? Manchmal gilt es auch nicht, aber wenn ich sage, dann ist es so. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt mal los, ne? Wir haben hier mehrere Einstellungen. Zum Beispiel können wir zu Effing Worm 1 zurückgehen, habe ich auch noch nie gesehen. Also das Spiel. Aber nein, wir machen einfach New Game und gucken mal, was passiert. How to play. Erstens Eat, zweitens Grow, drittens Profit. Macht Sinn. So, also wir sind dieses Viecher und leben unter der Erde scheinbar. Wir können uns mit AWSD fortbewegen. Und zwar können wir nach oben, so, und dann... Ja, und schnell wieder weg. Das war ja gut. So. Versuchen wir dieses Hühnchen zu essen. Yeah. Und was passiert, wenn wir diesen Baum essen? Das geht nicht. Oh, das ist eine Kuh. Die Kuh kriegen wir aber. Los, und... Oh, die Leute hauen dann ab, aber das macht ja nichts. Interessantes Spiel. Vielleicht nicht für die ganz Kleinen geeignet. Oh, ich krieg mehr Hunger. Oh, da unten ist mal so eine Hungerleiste. Ich sehe gerade, die läuft ab. Und ich muss versuchen, dann so Leute zu essen. Um diese Hungerleiste möglichst wieder voll zu kriegen. Alter. Ohne die Leute möglichst zu verschrecken. Also ich muss die... Kann ich das da unten auch essen, das Viech? Hier oben läuft ja nichts mehr rum gerade. Sonst werde ich gleich sterben wahrscheinlich, weil ich... Das Viech krabbelt weg. Okay. Hoch, hoch, hoch. Ich hole mir die Kuh. Die fette... Oder irgendein Viech da oben. Oh, meine Hungerleiste. Da habe ich gar nicht drauf geachtet am Anfang. Hm, schnell, wir müssen einen essen. Ja, und das Problem ist, wenn ich da auftauche und einen esse, dann rennen die anderen ja weg. Nein! Und da bin ich leider kaputt gegangen. Ich explodiere, wenn ich zu viel Hunger habe. Interessant. So, wir versuchen das Ganze nochmal. Ah, ein bisschen Werbung ist auch schön dabei. Das muss man ja auch mal haben. Ich bin immer noch ein bisschen krank, ihr merkt's, aber das soll... Ja, hier AWSD, ich weiß doch. Warum läuft das jetzt von vornherein wieder der ganze Abspann an? Hallo? Irgendwie will ich das Spiel gerade verarschen. New Game, so. Override. Ja, ja. Go. Was auch immer. So, also. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen, wo unsere Hungerleiste, die geht ja schnell runter, mein Gott, zu achten. Ja, habe ich den jetzt nicht gegessen, oder was? Weil, es passiert ja gar nichts. Und mein Hungerleiste läuft immer noch weiter ab. Oh, so eine Kuh bringt auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja, die anderen rennen ja immer weg. Das bringt mir ja sehr viel. Wie soll ich denn das schaffen? Ich brauche mehr Kühe. So. Das bringt mir alles nicht sehr viel. Ja, das Huhn lasse ich mal durch, weil die Kuh bringt mir einfach mehr. So. Eventuell kann ich einfach da jetzt noch so eins snacken von. Okay. Da kommt das Huhn. Ich hoffe, der andere sieht mich. Der sieht mich noch nicht. Doch, er sieht mich, natürlich. Ich werde wieder nicht weit kommen. Ach so, man kann natürlich auch schneller hier durch die Gegend fliegen. Vielleicht soll ich das mal machen. Oh mein Gott. Das ist natürlich eine Idee wert. Yeah! Zum Beispiel so jetzt hier. Ja, Combo! Oh, da ist ein Polizist. Yeah, ich bin gewachsen. Okay, das sollte man natürlich auch vorwissen, dass man ja hier schneller auch durch die Gegend kann. So. Ja, ja. Ich bin natürlich die ganze Zeit nur lahm durch die Gegend. Ups. Da kann ich natürlich nichts werden. Wenn ich nur so lahm hier rum eiere. Hier, ich muss mich ein bisschen snacken zwischendurch. Um nicht zu sterben. Gibt's oben jetzt gerade keine Leute, oder? Dann essen wir hier unten die Viecher. Die sollen ja auch... Da ist noch einer. Yeah, okay. Feeding complete. Oh mein Gott. Stronger Worm, Longer Worm. 20% Speed, 50% Health. Hier machen Longer Worm. Yeah, okay. Jetzt snacken wir wieder alle möglichen Zeuche.
Erstmal die hier unten und jetzt. Da auffliegen Nunchuck-Cats. Yeah. Kann ich die Nunchuck-Cats nicht fressen? Doch. Ich habe den Nunchuck-Cat gefressen. Yeah. Ja, yeah, Combo. Yeah. Das wird doch schon viel besser jetzt. Zeiss, jawohl. Voll der Wurm mit den Flügeln hier, ey. Das ist schon, jetzt habe ich schön um dich herumgeschifft, habt ihr gesehen, ne? Komm her, du bist doch einer mit einer Waffe. Oh, ich muss mal die Maus aus dem Bild bewegen, habe ich gerade gesehen. So, ich brauche mehr zu essen. Da oben ist ein Nunchuck-Cat. Ja, oh, was schmeißt der denn ab? Minen. Oh, da muss ich weg. Okay, essen wir hier unten das Viech, das Gewürm so lange. Nunchuck-Cat! Yeah! Nunchuck-Cat! Oh, getroffen, okay. Ja, dann machen wir noch eine Runde. Einen schaffen wir noch. Larger Spikes. 20% Speed Health. Oh, ich mache hier größere Stacheln. Ja, yeah, los geht's. Ich würde sagen, letzte Runde, die wir hier mit dem Wurm verbringen. Wenn man erstmal begreift, wie es geht, dann ist es relativ einfach. Ja, ja. Was war das denn? Panzer oder was? Egal, ich fresse alles. Ups. Die Armee rückt mir schon zu Leibe quasi, so sieht das aus. Rampage, jawohl. Nunchuck-Cat. Woo! Das sind Minen, da sollten wir besser aufpassen. Ja, alles fressen wir, fressen alles. Oh, Minen, jawohl, das ist nicht so gut. Nunchuck-Cat! Oh, nicht getroffen. Halten wir uns mal ein bisschen im Untergrund, damit die nicht mehr wissen, wo wir sind. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn macht, aber wahrscheinlich nicht. Ich kann auch nicht fliegen, oder? Das wäre auch schön. Oh je. Das war vielleicht nicht so ganz so prickelnd. Ich fahre mal ein bisschen in die Richtung, vielleicht finde ich da noch ein paar. Ah, super, genauer zwischendurch. Die Nunchuck-Cats sind ein bisschen hoch, da muss ich schon mehr Anlauf ran. Ja, habe ich erwischt. Und das Viech da unten und die beiden Viecher und Nunchuck-Cats. Wow, wusch, super. Schön mit Looping auch noch in der Luft. Ja, noch eine Nunchuck-Cat. Oh nein, ich brauche mehr Essen, mehr Essen. Upp. Schön in Deckung gehen. Boah, ich brauche Essen. Bisschen langsamer vielleicht. Oh, einen habe ich erwischt. Noch einen. Da sind noch zwei. Oh, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Da sind Minen. Da ist noch so ein Käferchen. Und ein Nunchuck-Cat. Jawohl. Schön, wenn die Musik angeht. Wenn ich rausgehe, dann schreien die Leute. Und wenn ich hier unten diese schönen Käfer fresse, dann passiert nichts. Dann kann ich ganz in Ruhe essen. Essen, 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 essen. Da oben ist auch gar nichts mehr, ein Hühnchen. Ja, boah, das Hühnchen haut mir ab. Okay, dann essen wir hier unten einfach weiter die Käfer, was soll's. Die halten auch gesund, die Käfer. Aber keine Menschen mehr da, ne? Sind alle abgehauen jetzt. Noch zwei remaining, okay. Na, die unten die Käfer, die halten mich nur satt. Ich muss also wirklich irgendwas oben essen. Ich weiß nicht, ob die Nunchuck-Cats dann zählen oder ob ich wirklich Leute essen muss. Ah ja, das Huhn geht auch. So, jetzt muss ich noch einen irgendwie zu essen finden. Oh, die Nunchuck-Cat vielleicht. Zählt die? Ja, die zählt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, nach 9 Minuten können wir jetzt auch mal aufhören. Ist ein ganz lustiges Spiel. Man begreift, wie es geht. Der Wurm wird immer größer. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt noch mehr kriege. Dann wieder Update. Bloodfangs oder Skin-Modulation. Da kann man natürlich Blutfänger. Ich gucke mir das mal eben an, wie das aussieht noch. Ah, ja. Also der Wurm wird scheinbar immer größer. Und man macht hier so... Reiten die auf Kühe, die Soldaten? Okay. Ah ja, da sieht man die Blutfänger vorne. Einfach alles mal fressen, was hier so im Weg ist. Ja, und deswegen, weil es doch recht lustig ist, kriegt das Spiel von mir 3 von... Boah, wie groß der schon ist, der Wurm. 3 von 5 Sternen. Genau, 3 von 5 Sternen. Ich gucke mal, ob ich das Level jetzt auch noch schaffe. Jetzt ist es ja schon fast vorbei, während ich hier erzählt habe. Ich muss nur noch 2 Stück finden, zu essen. Oh, die schmeißen da schon ganz schön Sachen auf mich drauf hier. Da ist die Nunchuck-Cat noch. Oh, nein, so kriegen wir die nicht. Anlauf nehmen und... Okay, haben wir sie. Ja, also 3 von 5 Sternen. Schaut doch mal rein und guckt. Also, ist ein interessantes Spiel mit dem Wurm. Macht auf jeden Fall Spaß. Bis zum nächsten Reingeschaut. Tschüss.